Hallo liebe Leute draußen, ich bin's wieder, euer Dave. Genau. Und zwar machen wir heute Teil 2 vom lieben John McClane. Yippie-ki-yay, Airbrusher. Ich habe im Teil 1 Opener noch schon viel dazu gesagt, welche Farben, warum die Farben, wieso ich das mache, weshalb, warum. Schaut euch gerne dann von vorne das an, dann wisst ihr das einfach Bescheid, wenn ihr hier bei Teil 2 jetzt einsteigt. Und ja, da brauche ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich habe ja das letzte Intro schon viel gelabert und wie gesagt, unterstützt mich gerne, das ganze Liken, Abonnieren, ihr könnt den ganzen Kladderadatsch einfach machen, da sind wir alle glücklich und mich freut das natürlich auch wahnsinnig. Und dann würde ich nämlich sagen, flitzen wir einfach zum Maltisch und machen dann Teil 2 mal hier und setzen eben genau da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Mich freut das Ganze hier immer wie immer, deswegen reingehauen und viel Spaß und ab zum Maltisch. Ja, hallo liebe Leute da draußen. Jetzt sind wir hier wieder am Maltisch und ihr seht, wir machen exakt da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ohne viel Umschweife und allem gehen wir jetzt hier direkt an den Wolkenkratzer ran. Und ja, ich halte diesen Stift so völlig bescheuert, weil wenn man den zu waagrecht hält, dann geht die Farbe natürlich nicht vorne an den Stift ran und dann malt er auch nicht. Deswegen halte ich den hier so ein bisschen verkrüppelt. Nur mal so am Rande. Schön, dass ihr da seid. Freut mich wieder. Ich begrüße euch natürlich wie immer gerne herzlich zu der ganzen Live-Premiere hier. Ich hoffe, es sind wieder einige Leute da. Und natürlich begrüße ich auch alle VOD-Zuschauer, die das dann irgendwann später vielleicht mal sehen. Aber wie gesagt, viele liebe Grüße an die Community da draußen. Sind ja immer relativ viele mittlerweile und das finde ich schon richtig cool. Und wenn ich mir dann so angucke, ganz viele aus dem Discord sind auch hier immer live mit dabei. Was ich schon sehr geil finde hier gerade. Der Morten oder Marv Pipe ist auch ein geiler Name. RC45, Alexander, Bier an die Macht sind sehr gute Username. Die Biene, der Challenger, der Achim ist sehr cool übrigens. Der ist auch wirklich bei uns im Discord aktiv. Und fängt gerade mit dem Airbrushen an, finde ich mega. Der gute Mann ist über 70 und hat das Übungsblatt mit dem Skull abgeliefert. Einfach nur Bombe. Das Ding ist einfach nur Bombe, das mit Ü70. Also da gibt es keine Ausreden mehr für die anderen Leute, und Jungs und Mädels da draußen, ja. Also das ist schon der absolute Wahnsinn. Also mein Respekt, Achim, hast du in dem Alter noch sowas anzugreifen und dann auch so gut umzusetzen. Also erstmal Gratulation hier. Das Geklatsche geht an dich. Ja, gib ihm mal in den Chat auch ein paar Geklatsche hier. Gibt sicher auch ein Emote dafür. Natürlich nur Grüße an Chaos Nips, ist ja klar. Claude, Dani und Dietmar, Dream Dancer, Elfenlied, Enrico, Erdling, Phil Jascha natürlich, Frau Schmidt auch ein sehr geiler Username. Fushan Maro, der Hardy natürlich auch. Grüße an den Horst, Jana Airbrush, der Joel und ja, da gibt's eigentlich noch so viele. Matteo Mane, der Marcel Hoffmann, der Markus Koch natürlich, ja, fast vergessen, ey. Mechanik, der Maxi, Nightmare, der Norm, Odysseus ist dabei, natürlich Olga Artig, die gute liebe Elke, der Roger, Seeberger, dann der Schrauberlix, also ja, ich habe sicher noch ein paar vergessen, aber ihr wisst schon, erstmal willkommen. Und ich sag's euch gleich, ich habe jetzt natürlich das Video schon ein bisschen geschnitten und ich glaube, der Apfelsaft nimmt hier dann in der Session irgendwann überhand. Also merkt ihr jetzt auch hier bei dem Wolkenkratzer, habe ich nicht mehr ganz so akkurat gearbeitet und ihr werdet es gleich sehen, ich nehme euch jetzt hier mal ganz nah ran. Ich habe natürlich die Iwata hier, jetzt fängt der Opa an sich natürlich rauszureden, ist ja klar, nee, aber ich habe die Iwata da natürlich, ich glaube, den zweiten Tag gehabt und ich kam nicht so wirklich mit der zurecht und wollte aber auf keine andere switchen, weil ich bin dann jemand, ich möchte dann unbedingt und dann kriege ich das, muss ich doch das in den Griff kriegen und ihr seht, das funktioniert hier mit den Punktesätzen nicht so gut. Da hätte ich mal lieber auf eine andere Gun gewechselt, aber so mittlerweile beherrscht das Ding ja wie meine Westentasche, aber ihr seht jetzt hier einige Fehler, die ich ja produziere, aber mir ist das irgendwie dann auch fast schon ein bisschen Latte, weil das so in den Hintergrund halt einfach
sag ich mal, jetzt verschwindet und dann nicht so präsent ist, habe ich mir gedacht, ach come on, drauf geschissen und ihn dann wieder lachen müssen über meine eigene Dummlichkeit und es nicht einfach lassen kann, statt dann eine andere zu nehmen. Ja, die Iwata hat mich da natürlich auch ein bisschen geärgert, weil ich weiß noch nicht, da war einfach das Feeling noch nicht so wirklich da. Da habe ich noch viel mit dem Druckregler rumgespielt. Natürlich habe ich dann mal ganz wenig Druck genommen, nur zu testen und hin und her. Das habe ich ja alles während dem Bild hier gemacht. Und dann setzt sich natürlich auch viel, viel schneller so Dreck und Farbe natürlich in der Düse vorne an. Und die habe ich dann erstmal irgendwann zwischenreinigen müssen. Und danach ging das wieder 10-mal besser. Aber ihr seht es hier, ich kreiere sehr, sehr viele Spinnenbeine. Das mache ich natürlich nur für euch. Also bei mir läuft es auch nicht immer 100%. wie man hier ganz schön sehen kann, ich jetzt hier richtig abkack. Und eigentlich hier gar nicht mehr sauber scharf. Also wie gesagt, hier habt ihr mal ein Paradebeispiel, wenn es bei mir mal so gar nicht läuft. Und da bin ich auch schon ganz schön mit dem Zähneknirschen am Start gewesen, das weiß ich noch. Da war ich, da war die Zen-Mäßigkeit in mir sehr hoch und da habe ich aufpassen müssen, dass jetzt nicht gleich hier noch das Airbrush-Gerät durch die Lüfte fliegt. I believe I can fly. Woo! Ja, Gottes Willen. Geil, aber ihr seht, es ist eine Katastrophe. Ich hätte aufhören sollen. Es rotzt jetzt sehr viel rum und sieht jetzt nicht mehr so schön aus, dem Referenzbild zu entnehmen. Also ich habe das Bild ja direkt vor mir hängen. Ich glaube, ich habe irgendwann nochmal dann kurz hier mit Schwarz reingeschafft und dann nochmal schnell im späteren Verlauf, ich glaube auch am nächsten Tag, das dann nochmal in Ruhe nachgeholt. Also kann ich euch nur empfehlen, wenn es nicht mehr klappt, einfach aufhören oder am besten nicht so viel Apfelsaft trinken, dann wird das auch gut. Aber wenn es läuft, dann läuft's. Ich hoffe, ihr seid da draußen richtig schön fleißig an euren Projekten ran und macht da schön eure Artworks und eure Übungen und ja, immer fleißig üben, dann klappt das auch und ja, genau. Jetzt machen wir nämlich das hier so ein bisschen, so ein bisschen und ja, ich wichse jetzt hier halt doch noch mit dem Ding rum, obwohl es eigentlich völlig Murks ist, aber wie gesagt, da kann weder die Gun was dafür noch die Farbe, sondern das ist wirklich 100% Eigenverschulden. Und ja, gibt's manchmal. Es ist halt manchmal so. Genau, jetzt haben wir eigentlich den Hintergrund, habe ich jetzt, glaube ich, erstmal soweit fertig gemacht. Ich habe es mit dem Stretcher rechts nochmal, glaube ich, ein bisschen was gemacht. Da werde ich, glaube ich, irgendwann mit zwischendrin nochmal ein bisschen unten was rausnehmen oder mit Schwarz nochmal ein bisschen was runternehmen. Aber so vom Ding her ist jetzt der Hintergrund erstmal fertig. Ihr seht, wir haben jetzt hier relativ, da ich relativ Overspray Arm arbeite, haben wir hier auch relativ wenig Overspray. Und dann kann man damit auch ganz gut so arbeiten. Aber da rede ich wieder mit mir selber. Na, ich singe wieder ein bisschen. Genau. Zum Wohle da draußen, Jungs und Mädels. Ihr könnt einen auf mich trinken. Prost. Ja, das war sicher nicht das Erste. Ja, es ist dann so, wenn ich manchmal im Flow bin und ich den Hintergrund habe ich natürlich in einem durchgezogen. Und ich habe natürlich an dem Abend, und das weiß ich auch noch, ich habe die Leinwand ja, soweit vorbereitet. Ich habe es mit dem Beamer aufgezeichnet. Ich habe das Ganze dann umgebaut für euch hier zum Aufnehmen. Ich habe dann die Technik überprüft und habe dann natürlich erst mit dem Airbrushen angefangen. Und ich glaube, das sind halt auch schon locker eine Stunde oder länger ins Land gegangen. Und dann habe ich natürlich, ich glaube jetzt für den Hintergrund haben wir jetzt ungefähr eine Stunde gebraucht, eine Stunde 10. Es sind schon 2 Stunden rum. Und das natürlich nach so einem schönen Arbeitstag, ihr wisst ja selber, manchmal läuft es dann. Und wenn dann der Apfelsaft fließt wie ein Strömen, dann könnt ihr eins und eins zusammenzählen. Wobei ich auch sagen muss, ich habe ja natürlich jetzt die Zeit genommen, wo ich nur gebrusht habe, aber ich habe ja natürlich auch ziemlich viel Material rausgeschnitten, wo ich dann mal aufgestanden bin oder zum Pissen gegangen bin oder einfach mal Kaffee gemacht habe oder hier nochmal hier Kleinigkeit gegessen habe oder so und zwischendrin war ich auch mal mit dem Hund draußen, also wahrscheinlich
ging die Session auch viel, viel länger als die 2 Stunden. Wahrscheinlich sind es schon eher 3 oder 3,5. Oh, man sieht es auch an meinen Öhrchen, die sind schon richtig schön rot. Da kickt die Müdigkeit auch noch rein. Ja, genau. Jetzt habe ich natürlich hier auch noch, und das war auch noch ganz geil. Das ist nämlich das erste Mal, da habe ich natürlich die da habe ich das erste Mal die Infinity ausprobiert. Also in dem Bild habe ich sehr viel neue Gans ausprobiert und rumgefummelt, und das ist nicht immer so das Beste, aber ich habe mir gedacht, so wenn, dann schon, machen wir das schon richtig hardcore, Jungs, oder? Jungs und Mädels da draußen. Geil. Ihr schreibt mal in den Chat rein, an was ihr gerade arbeitet. Möchte ich wissen, an was für einem Bild oder an einem Projekt hockt ihr da? Schreibt das mal gerne in den Chat rein. Das interessiert nicht nur mich, das interessiert natürlich sicher auch den einen oder anderen da draußen. Und im besten Fall habt ihr das wahrscheinlich dann eh schon im Discord gezeigt. Das Discord ist natürlich, ey, da sind mittlerweile so viele Leute drin, das ist schon richtig cool. Da geht auch mittlerweile die Luzi ab. Also kommt da auch gerne rein, guckt euch das an, tauscht euch aus. Und genau, da sind wir gerade ready. Ready to brush. Oh Mann, ich bin heute schon wieder völlig Panne, also wirklich Panne, ey. So hier am Arsch. Ach ja. Aber jetzt machen wir natürlich die Gun. Ich gucke jetzt hier, ich gehe kaum noch vom Bild, Mensch. Das ist hier wieder völliges Abgeschweife. Und wir machen natürlich jetzt die Pistole. Ich habe keine Ahnung, was das für eine ist. Vielleicht weiß ja der ein oder andere das da draußen. Vielleicht weiß es ja auch der liebe Chaos Nips, der hat ja da ein bisschen Erfahrung. was vielleicht das für ein Modell ist. Ich hätte jetzt spontan gesagt eine Glock, aber keine Ahnung, ob das stimmt. Das scheint ja echt eine ältere Waffe, das ist aus den 80er, 90ern. Ja. Ich kenne die alten Waffen nur hier von Counter-Strike 1.6. Das habe ich gespielt in meiner Jugend, diesen Bekloppter. Counter-Strike. Ja, das waren noch Zeiten wieder mit den LAN-Partys. Einfach nur herrlich. Das ist einfach nur ein Fest gewesen. War noch schön, wo ich dann mich dann irgendwann mal in die Ecke gelegt habe und einfach 10 Stunden gepennt habe, weil ich irgendwie 3 Tage lang durchgezockt habe mit den Kumpels. Ach, das waren noch Zeiten, da konnte man noch so einen Käse machen. Heutzutage mit Frau, Kind und der Verantwortung und natürlich hier arbeiten gehen etc. Ich meine, da brauche ich euch da draußen ja nichts erzählen, aber da gehen solche Aktionen mal nicht mehr so schnell. Ist das geil. Genau, bei der Pistole, ihr seht es gerade, ich benutze ganz fleißig die Visitenkarte von Airbrush4U, weil die sich perfekt dazu eignet, hier gerade Striche zu ziehen. Ich hoffe, die Jungs sind mir da nicht allzu böse, dass ich die Visitenkarte da ein bisschen zweckentfremde und missbrauche dafür. Aber es hat sich einfach gerade zu perfekt dafür angeboten. Habe ich mir die einfach geschnappt. Und bei sowas nehme ich natürlich mir auch kurz gerne eine scharfe Kante. Wenn ich wirklich eine ganz knackige, richtig prägnante Kante will, dann nehme ich mir da kurz einen Freihandschablönchen zur Hand und frötzel und furzel da ein bisschen rum, und dann funktioniert das auch wieder. So wie hier jetzt, und dann sieht das gleich schon mal ganz vernünftig aus. Und ja, die Pistole ist natürlich relativ dunkel. Die hat nur ein paar Lichtpunkte, und da, wo das Licht drauf knallt, sind natürlich eher so die Kanten und so von der Gun. Und da haben wir dann immer so leichte Farbverläufe, aber sie ist generell tendenziell sehr, sehr dunkel, was ich ein bisschen schade fand, aber hey, so ist das Referenzbild und kann ich mir leider auch nichts dazu dichten. Und dann habe ich das so übernommen. Aber es gibt am Ende schon einen ganz, ganz coolen Effekt irgendwie, muss ich sagen. Und den kann man sich dann schon mal ganz anschauen, zu Wohle. Hier fließt der Apfelsaft, ich sag's euch. Ah, geil. Genau, da arbeiten wir jetzt natürlich. Und natürlich haben wir hier wieder das Nase. Nase, Nase, Nase. Wir haben hier natürlich wieder das Schwarz. Das Deep Black oder das Infinity Black, ich glaube, oder Deep Black müsste das sein, ja. Schön wieder am Lügen. Und, ja, es kommt.
Oma mit Kleinkind und der Hund bellt man natürlich wieder hier alles voll. Gucken wir mal, ob die Oma hochkommt oder ob sie denn erstmal unten bellt. Dann habe ich noch ein paar Minütchen hier zum Aufnehmen. Oh, er weint schon. Heute ist ein ganz weihnachtlicher Tag. Oh, der arme Bub. Dann kommt er wahrscheinlich gleich hoch. Der kriegt gerade seine Zähnchen. Sein erstes Zähnchen bricht durch die Kiefer. Also ist wahrscheinlich schon lange durch die Kiefer durch, aber er bricht jetzt durchs Zahnfleisch. Und es ist also richtig anhänglich. Der wäre nur noch bei Mami, war nicht mal bei mir, sonst hängt er auch wirklich gerne bei mir ab, aber jetzt ist gerade nur noch die Mama so wirklich cool. Also sie ist gerade einkaufen, das ist natürlich ein bisschen problematisch. Ah, geil, das ist ein geiler Stöpsel. Genau, und jetzt probiere ich natürlich hier ein bisschen, weil wenn ich natürlich mit der Schwarz hier einfach alles vorlege, wie so ein Vollspaß, dann habe ich natürlich nachher keine... Ja, dann weiß ich nachher natürlich nicht mehr, wo welche Kante liegt. Und deswegen arbeite ich jetzt so, dass ich sinnvoll auch noch weiß, wo ich die ganzen hellen Lichtpunkte setzen muss. Und ihr seht jetzt, die Gun, die Infinity läuft wie eine 1. Mit der komme ich klar. Das ist eine H&S-Pistole, kenne ich in- und auswendig, die Guns. Und ihr seht hier, das flutscht gerade wie weiß Gott was. Also hier läuft jetzt einfach Nonplusultra. Und ich hatte bei der Pistole, glaube ich, schon wieder Schiss, mit der Weiß anzufangen, weil ich gewusst habe, so, oh, da kann ich mir ganz schnell alles wieder versauen, wenn ich da halt nicht das Handling jetzt nicht habe mit der Iwata und dann alles wieder vollrotzt, dann ärgere ich mich nur. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange ich es mit der noch durchziehe oder ob ich die natürlich irgendwann vielleicht sogar noch gegen die Silverline kurz wechsle und dann ich dann die Schnauze voll hatte. Oder ob ich sie sogar zwischendrin mal zwischengereinigt habe, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber ich glaube, ich wirke mit der hier am Abend noch ein bisschen, noch relativ lange wirke ich, glaube ich, die noch mit der noch rum. Und ja, ärgere mich eigentlich. So, oder wie? So. Ha, doppelt gemoppelt hier gesprochen. Ist ja wurscht. So, Kind da, Frau zum Einkaufen da, alles gleichzeitig. Natürlich mal kurz wieder Chaos pur. Ja, jetzt ist wieder alles easy. So, jetzt machen wir schon mal so ein bisschen hier Lichteffekte in der Gun. Da brauchen wir natürlich wieder schöne Farbverläufe, damit das einfach ja, schön authentisch aussieht. Also wirklich gucken, dass man da schöne Farbverläufe reinbringt. Wenn man die Gun unter Kontrolle hat, dann ist das eigentlich auch gar kein Problem. Aber ich glaube, so langsam groovt sie es noch ein. Der Apfelsaft hat auch seine positiven Seiten. Und genau, jetzt machen wir da eben schön die Spiegelung auf der, ja, vorne an dem, am Mündungsende. Und Don East ist nämlich gleich bereit zum Rumballern. Der Ballatz, der Ballaballa. Ja, genau, ich bin auch ein bisschen Ballaballa. Genau, und im Endeffekt haben wir hier schon wieder nur Schwarz und Weiß. Das ist eigentlich, Schwarz und Weiß sind einer meiner Lieblingsfarben. So zum Malen, wenn ich das beim Kratos angucke, das mache ich auch nur mit Schwarz und Weiß. Viele arbeiten natürlich mit Grautönen und Zwischengrau und ich verdünne die Farben so weit runter, dass ich eigentlich auf der Fläche die Farbe mische. Also nicht, dass ich keine Grautöne einbaue in meine Schwarz-Weiß-Bilder, sondern ganz umgekehrt. Da sind eigentlich ganz viele verschiedene Schwarz- und Weiß- und Grautöne drin. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich die Farben immer so halb transparent habe, mische ich das immer gerne auf der Oberfläche. Da kann ich irgendwie viel besser mit arbeiten, anstatt mir immer quasi eine Farbe zu mischen und zu sagen, ja, so muss das jetzt immer sein, 3 Tropfen da von 7 da, damit ich den einen Mittelton habe, den brauche ich jetzt doch nochmal hier, sondern ich konter das dann einfach immer ein bisschen hin und her, indem ich einfach dann sage, hier, gehe ich jetzt nochmal schnell mit Schwarz oder sprühe das nochmal mit Schwarz nochmal kurz ein bisschen stärker ein und dann kann ich mit Weiß nochmal kurz drüber nebeln und dann habe ich wieder einen neuen, den Grauton, den ich brauche. Also für mich tatsächlich ein schnelleres, einfaches Arbeiten, für andere vielleicht nicht gerade unbedingt die Technik eurer Wahl. Aber wie gesagt, das müsst ihr euch immer selber raussuchen und ausprobieren, wie ihr das machen wollt und wie ihr die Sachen macht. Es ist ja immer alles so Geschmackssache. Die einen arbeiten dann lieber monochrom, die anderen arbeiten lieber nur in Farbe, die anderen nur mit deckenden, die anderen nur mit transparenten Tönen. Also da gibt es ja, da ist das Medium ja so weit gefächert. Und da hat jeder so seine Vorlieben, was das Ganze angeht. Ist ja auch völlig in Ordnung. Aber so mache ich das gerne. Und deswegen arbeite ich mit Schwarz und Weiß einfach tendenziell sehr, sehr gerne. Ach, ein Schluck Kaffee. Ein Schlückchen Käffchen. So. Genau. Und jetzt gucken wir mal.
Jetzt kontere ich hier mich hier nochmal ein bisschen, habe ich zu hell gemacht tatsächlich. Da oben war das einfach der Schein ein bisschen zu hell und den Strich wollte ich auch nicht so dick haben. Und jetzt seht ihr, unten ist auch noch viel zu viel Weiß ganz links außen. Und das korrigiere ich jetzt einfach nochmal ein bisschen schnell und da arbeite ich jetzt nochmal ein bisschen dagegen. Aber auch generell, hier war einfach gerade ein bisschen euch. ich mache gerade so viel, wenn ich das sehe, wie schlecht ich hier gerade so das Handling habe. Ich glaube einfach, ein paar gewisse Parameter nicht mehr ganz in Ordnung funktionieren. hätte ich das wahrscheinlich jetzt nicht nochmal kontern brauchen oder so viel hier mit der Visitenkarte rumfuchteln, aber da helfe ich mir natürlich jetzt ein bisschen selber, damit ich noch irgendwie was zustande bekomme. Völlige Eskalation, ist doch mal geil für euch, ja, ne? Ja, aber so bringen wir jetzt natürlich hier eine schöne Dreidimensionalität rein mit den schönen, also was ich an der Pistole gerade so spannend finde, ist, dass mit relativ wenig Lichtreflexen und relativ wenig Lichtverläufen trotzdem man echt extrem was Dreidimensionales und Haptisches machen kann. Das ist, finde ich, gerade an der Pistole eigentlich wirklich mega interessant. Das hat mich tatsächlich fasziniert und hatte ich richtig Bock, da ein bisschen rumzumachen. Und schaut mal an, hier gefällt mir einfach so das zum Kimmel und Korn hier drüber zielen. Das hat mir hier gar nicht gefallen. Wie heißt denn das hier? Ja, das Zielding halt. Kimmel Korn, ne? Das war noch ein bisschen zu mickrig und hat nicht gepasst. Und das habe ich jetzt noch mal ein bisschen größer gemacht, damit das auch einfach dem Original entspricht. Und hier wieder schön am Bouncen auf meinem Petsi-Ball, ha? Und Petsi-Bällchen, damit das Papierchen auch nicht immer so weh tut, wenn man stundenlang rumprascht, wie wenn man der Hanne so stundenlang rumprascht und dann tut einem da das Popo weh. Das Popöchen. Oh, da geht's mir am Herr, stehe ich auf und dann knackt erstmal schön die Lendenwirbelsäule durch. So knack, knack, da weißt du richtig so, was du heute gemacht hast. Und dann erstmal hier fühlst du wie so eine Mumie. Das ist dann geil. Oh Mann. So, Papa. Was hier noch mit dem Bild, ich weiß gar nicht, ob es euch auffällt oder aufgefallen ist, aber wenn ihr euch das Referenzbild hier mal genauer anschaut, und das Referenzbild ist übrigens wieder in der Infobox, wie bei allen anderen Videos auch, zum Download frei zur Verfügung, könnt ihr euch das alles haargenau anschauen von mir und nochmal mit der Lupe da alle Fehler suchen. Also da könnt ihr nochmal wirklich alles nachgucken. Ja, ist wirklich auch gute Qualität, die Bilder, die ich da zum Download anbiete. Und bei der Gun geht nachher bei der linken Hand ein schwarzer Strich mit nach unten. Das sehen wir jetzt, glaube ich, noch nicht und das dauert auch noch eine Weile, aber das ist tatsächlich die andere Hand und gehört nicht zur Pistole. Weil die Frage habe ich damals von meiner Frau gestellt bekommen, warum die Pistole denn so lang ist und so. Das ist gar nicht die Pistole, das ist tatsächlich die Hand. Und die war halt auch im Referenzbild so dunkel, also richtig schwarz. Das habe ich so übernommen und im Nachhinein habe ich mir gedacht, hätte es vielleicht doch noch ein bisschen heller gemacht, ein bisschen mehr in den Hauptton rein, dann wäre das vielleicht sichtbarer gewesen und ein bisschen sinniger für die Leute, um zu verstehen, dass die beiden Hände die Pistole ja umklammern und das dann im Endeffekt der Handballen von der rechten Hand ist und gar nicht die linke oder gar nicht irgendwie der Knauf oder so. Das sieht, sonst kann das fürs Auge ganz schnell komisch aussehen, wenn das Hirn sich dann fragt, was das ist. Aber das zeige ich euch nochmal, wenn wir dann an dem Punkt angelangt sind. So, jetzt muss ich ja gerade mal schauen, was der Danny mal wieder hier reinstellt. Oh, macht er wieder ein paar Schädel. Oh. Schädel und Frauen und eine Knarre. Passt perfekt. Sind wir gerade im Knarren-Thema, dann machen wir doch eine Knarre. Siehst du, ich wollte eigentlich mal experimentell hier die Webcam mitlaufen lassen, um mal bei solchen Aufnahmen noch ein bisschen mehr als noch mein Gelaber reinzubringen. Jetzt habe ich es vergessen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt noch mit reinmachen soll oder nicht. Jetzt sehe ich aber auch gerade aus wie Kraut und Rüben, weil ich mich heute nicht gerichtet habe. Lassen wir es mal lieber. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr bei den Videos hier Bock habt, wenn ich da unten dann das kleine Fenster noch mit reinbringe
wenn ich das Voiceover mache und ihr mich dann noch dazu sehen könnt, schreibt das gerne mal rein. Dann, wenn da die Mehrheit für ist, dann kann ich das ja gerne mal machen. Und wenn ihr da sagt, Gottes Willen, ich möchte da nicht noch deine Gosch sehen, dann ist es auch in Ordnung. Na, jetzt machen wir natürlich hier. Also, guck, wir kommen schon Step by Step ran. Aber wie gesagt, hier hätte ich einfach wieder auf die andere Silverline wechseln sollen, die ich noch hatte. Ich habe ja eigentlich genug Pistolen, um da rumzufummeln. Aber ja, da habe ich einfach nicht aufgehört. Ich wollte unbedingt mit der Iwata da rumfuchteln. Und ja, hätte schon mal lieber sein lassen sollen. Huh? Genau, hier nochmal ein bisschen mit dem Schwarz. Die Pistole noch mal ein bisschen mehr abcovern, weil der Hintergrund, da verläuft sich gerade unten ein bisschen arg. Da habe ich aber auch ein bisschen arg rausgenebelt. Und deswegen. Also die Weiß funktioniert immer noch nicht so wirklich gut. Und im Endeffekt repariere ich das die ganze Zeit, indem ich mit dem Schwarz noch mal das Weiß ein bisschen runternehme. Ein bisschen quasi wieder zusammenfusch. Das bräuchte ich sonst nicht so viel, aber wie gesagt. So ist das halt. Cheers, so. Ein Kaffee hier. Lecker Käffchen. Oh, jetzt fängt ja schon wieder mein Hals mir an, mir auf den Sack zu gehen. Das ist einfach... Oh, ey, wenn ich jetzt wieder krank werde, dann laufe ich amok. Ich schwör's euch. Mit der Erbersch in der Hand. Und einer Unterbuchs nur. So, hier haben wir natürlich wieder einen Schnitt. Ich habe euch wieder hart reingenommen. Ich habe euch wieder hart reingenommen. Oh Mann, ey. Ich habe euch wieder nah rangenommen. Ist das geil. Ich habe euch wieder kuschelig nah rangenommen und habe aber wieder die Kamerahelligkeit natürlich nicht angepasst. Und jetzt lasse ich es auch so. Da muss ich jetzt zurzeit echt mehr drauf achten, weil gerade auch das Licht generell. Also ein Nachteil an der Kamera ist, die Kamera ist mega gut, hey. Die hat mal über 1000 Euro gekostet. Die ist, also die Aufnahme und Bildqualität technisch und so ist die geil. Aber der Nachteil ist jetzt, wenn ich halt stark ranzoome an so ein Bild, verändert sich natürlich auch ein bisschen so die Lichtgebung und da passt das automatisch an. Und dann dämmt das manchmal sehr runter. Also umso näher ich hingehe, umso heller muss ich es mir wieder stellen, damit das wieder halbwegs dem vorigen entspricht. Da muss ich eigentlich immer rumfummeln, vergiss es aber natürlich. Und dann gehe ich natürlich hin und zoome wieder raus, vergiss natürlich wieder dünkler zu machen. Dann ist es total überlichtet. Und dann muss ich in der letzten Zeit mal so ein bisschen drauf achten, dass sich das, dass das wieder ein bisschen besser passt, weil das sieht immer scheiße aus. Euch stört es wahrscheinlich gar nicht, aber mir geht es natürlich über Senkel. Ist hier schon wieder am Rumrülpsen, hä? Was ist denn los hier? Heute habe ich mal nichts gegessen, ja? Ich trinke nur Kaffee. Bananenchen gegessen. Oh, Banane. Oh, Bananenchen. So, das Mittelstück hier, wo die also das schöne Viereckle, was wir hier gerade ausgearbeitet haben, das ist schon ziemlich vergrabbelt und ziemlich kaputt. Deswegen lasse ich das jetzt so und das zeigt eher so die Schleißerscheinung, wenn man die Pistole wahrscheinlich ständig in den Halfter nimmt und wieder raus und rein und raus, ihr kennt das Spiel natürlich, dann gibt es da natürlich gewisse Abnutzungserscheinungen. Und hier fliegt natürlich ein bisschen der Lack weg. Und dann hat man natürlich hier so harte, größere Kanten, wo das Metall wieder sichtbar ist. Und das machen wir jetzt im Endeffekt hier gerade. Und dann lassen wir es nämlich dabei. Ich glaube, was hier drauf, die Seriennummer, oder? Sind da auf den Waffen immer da die Seriennummern drauf, oder? Damit man quasi zurückverfolgen kann, wem die gehört, oder? Ich das so richtig im Kopf habe. Gefährliches, ganz gefährliches Halbwissen. Nicht mal Halbwissen, Viertelwissen. Ja, das machen wir jetzt hier natürlich noch ein bisschen. Ja, also ich habe das Problem mit der Iwata gerade. Ich habe... dass das mir halt zu schnell zu viel Farbe kommt und ich es nicht kontrollieren kann. Also da habe ich auch noch den Trigger noch nicht so wirklich für mich gefunden, weil das für mich die Pistole ist ganz anders wie eben die H&S. Und ich habe ja nur die H&S gehabt, da hatte ich auch noch nicht mal die Sparmax. Die ist ja ähnlich jetzt, die sind ja vom Aufbau auf fast identisch.
zu den Iwatas, und da ist dann natürlich auch die Funktion und das Haptik, das Ding ist ja dann gleich, aber mit denen komme ich mittlerweile super zurecht und feiere auch beide Pistolen total. Auch die, gerade die Sparmax vor allem, die finde ich sehr geil. Preis-Leistung ist die einfach nur Porno ohne Ende. Schaut euch dazu gerne mal die Reviews an. Ich habe jetzt die Ultra getestet, ich habe jetzt die Sparmax getestet und demnächst teste ich auch die Neo. Die macht sich jetzt langsam auf den Weg zu mir, habe ich schon gehört. Und dann gucke ich mir die auch nochmal an. Und dann kann man da mal so ein bisschen, könnt ihr euch da mal ein bisschen informieren, wenn ihr da Bock drauf habt. Aber wie gesagt, mein Geheimtipp ist die Sparmax SP35 für nicht mal 60 Euro. Und zwar genau 59. 59, 99. Kaufst du zwei, kriegst du eine. Nee, kauf eine zum Preis von zwei. Genau so. So, da habe ich natürlich jetzt so ein bisschen die Schrift, die ist auf dem Referenzbild. Also das Referenzbild, das ist übrigens so eine miese Kackqualität, aber das habe ich kaum noch woanders besser hinbekommen, herbekommen. Und jedes Referenzbild war irgendwie von der Farbgebung und von der keine Ahnung, vom Hin- und Her kopieren und der eine lädt da wieder hoch und ändert es ein bisschen ab, waren die von der Lichtstimmung auch alle ganz komplett unterschiedlich. Und das war das Bild, wo mir der Hautton noch am besten gefallen hat, wo ich es noch am besten fand, aber da war die Qualität auch wirklich schlecht. Und da hat man halt eben diese Schrift von der Pistole nicht mehr erkannt. Ich weiß nicht, was da genau draufsteht, ob da auch der Markenname von der Knarre draufsteht, ich habe keine Ahnung. Habe mich aber auch jetzt nicht mehr weiter da informiert, hätte natürlich auch ein bisschen recherchieren können und dann nachgucken, aber come on, das ist so ein Detail, das fällt jetzt hier gar nicht so auf. Ich deute das jetzt hier eben nur ein bisschen an in der Mitte, wenn ich das so krakelig mache und später nehme dann auch noch mal ein bisschen das Schwarz. Vielleicht machen wir es auch nachher gleich oder jetzt, genau, jetzt und nehme das jetzt noch mal ein bisschen runter, damit man das wirklich auch noch so schemenhaft sieht, dass da das steht, aber ja, man es auch gar nicht mehr identifizieren kann, dann passt das nämlich schon. Und dann sieht das doch gut aus. Das ist dann, wie gesagt, das ist ein Trick 17. So, hier, man muss sich halt ein bisschen was einfallen lassen. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, das Bild ist pupseklein, das ist wirklich pupseklein. 20 auf 30. Das müsste... Nee, 24,5 auf 30, irgendwie sowas ist das. Ein ganz komisches Format. Genau, weil es ist ja fast quadratisch ist. Das ist irgendwie 24, irgendwas oder 25 auf 30. Das ist schon verdammt klein. Da verzeiht einem natürlich das Bild keine großen Fehler. Prost. Verzeiht einem da nicht so die Fehler, weil umso kleiner, umso schwieriger ist es, Details unterzubringen und umso größer ihr arbeitet, umso leichter ist es, Details einzuarbeiten, aber natürlich auch umso langwieriger. Also hat alles seine Vor- und Nachteile. Das kann man zum Beispiel beim Markus Koch sehen, der hat ja seinen Eddie gemacht, der von Iron Maiden Cover, irgendein, hat auch sehr, sehr groß gemacht und hat dann irgendwann auch gesagt, er hat keinen Bock mehr. Er macht den jetzt fertig und hat dann, ja, ich würde mal sagen, so einen mittleren Detailgrad, aber ich hätte ihn wahrscheinlich noch ein bisschen detaillierter gemacht. Dann sieht es einfach noch ein Ticken cooler aus, aber das wäre natürlich, also bei der Größe, da bist du wahrscheinlich dann Monate dran und da kann ich auch verstehen, dass man dann sagt, hey, dann nehme ich eher so das nicht ganz so high details mäßig und lass es gut sein und dann passt es ja auch. Es sieht auch sehr cool aus, den zeige ich euch in der nächsten Live-Session mal. Und wenn ihr Glück habt, dann kommt die wahrscheinlich früher als gedacht. Und dann kommt das Video später, dann habt ihr dann eh schon gesehen. Dann könnt ihr euch das Live-Ding nochmal angucken. Ich mache nämlich als nächstes live gar nicht den Freddy, sondern ich habe nämlich Bock gehabt, den Dobermann zu machen. Warum den Dobermann? Weil der für Einsteiger einfach super, super ist. Der hat große, große Flächen zum Ausmalen. Und gerade am Anfang ist es viel einfacher, damit was zu machen. Das heißt, Fläche machen, Punkteskal zum Beispiel oder der andere Skal, das sind alles Sachen, die sind sehr gut für den Anfänger. Und dann hat man da schon bei dem einen so das eher detailreichere, bei dem anderen natürlich nur die Punkte setzen, Gun-Feeling kriegen, wissen, wo kommt der Sprühstrahl raus aus meiner Pistole. Und dann haben wir den Dobermann,
sorry, nochmal um Fläche zu machen. Wie lerne ich dann quasi ranzuziehen und von dem nach innen reinzumalen? Das ist eigentlich auch eine Grundtechnik, klar, aber gar nicht so einfach, vor allem nicht für Anfänger. Deswegen mache ich den lieber mal vorher und habe ich Bock drauf. Und da brennt es mir heute, wie ich gerade die Aufnahme mache, dermaßen unter den Fingernägeln, dass ich den wahrscheinlich spontan jetzt unter der Woche einfach raushau und einfach mal online gehe. Da habt ihr natürlich nicht so viel Zeit hier, liebe Community, drauf zu reagieren, aber ich hoffe, dass trotzdem der ein oder andere vorbeischaut. Dann gucken wir mal. Da, 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 da. Ja, die Jana hat hier wieder gerade im, schön im, hier im Discord wieder eins meiner, die hat gerade den Skull gemacht. Nicht den Punkteskull, sondern den anderen Skull, den Übungsskull. Und hat den auch gerade hier schön mit Farbverläufen versehen. Und mei, der sieht richtig, richtig klasse aus. Also, die macht das auch schon Porno. Kann, die muss ich gleich mal ein Herz geben und natürlich ein Skull. Und das ist schon echt, die macht auch wirklich, hat eine sehr gute Gun Control. Das finde ich immer gut, wenn die Leute echt schon ein gutes Feeling mitbringen. Dann sieht das nochmal gleich viel, viel geiler aus. Aber die übt auch richtig viel, das weiß ich. Und dann wird man natürlich auch schnell besser, aber es sieht schon gigantisch aus. Also Discord-Server unter Dave's Channel. Die Channel. Challenge. So, Dave's Challenge. Da sind die, meine ganzen Übungsblätter von den Jungs und Mädels drin, die gemacht haben und posten die da rein. Das ist sehr cool auch zu sehen, wie das alle machen. Wie gerade der Achim, der Challenger, um da darauf zu kommen, der Nickname von ihm, der mit seinen Ü70 da das gemacht hat, schon mega hardcore. Auch wirklich sehr, sehr cool. Ach, ich mag Discord, da schaue ich gerne jeden Tag rein. Auch wenn ich teilweise jetzt natürlich nicht so aktiv daran teilnehmen kann. Ich sehe und lese eigentlich so ziemlich alles trotzdem. Und ja, Handy, jetzt reg dich mal ab hier und crash nicht meine Aufnahme. Und ich schaue mir das immer gerne an, weil ich das sehr cool finde, was ihr da so treibt und macht. Das ist wirklich eine feine Sache. So, jetzt machen wir die Leinwand höher. Wir wollen natürlich weiter unten malen. Und jetzt schaut euch mal an, ich habe es doch vorher noch gesagt, die andere Handseite. Das ist eben jetzt das untere schwarze Stück ist. Das ist nicht die Pistole, sondern das ist die rechte Hand. Und die wird von der linken und von allem so verdeckt, dass es eigentlich komplett schwarz ist. Das Problem ist, das habe ich in dem Arbeitsschritt noch gar nicht realisiert. Bin ich ehrlich, habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe hier gebrusht und gemacht und ich glaube erst einen Tag später oder erst als ich an der Hand selber dran war, an der vorderen linken, ist mir aufgefallen so, ach Schissel, Alter, das ist ja gar nicht die Pistole, sondern das ist ja die Hand, weil das sieht ja jetzt auch schon komisch aus im Endeffekt, wie wenn ich die Pistole umschließe mit der Hand und dann ragt dahinter was raus. Das müsste ja durch die Hand gehen. Das ist ja seltsam. Eigentlich müsste einem das ja jetzt schon klar sein, aber mir war das gar nicht klar, weil ich da hier schon so im Apfelsaftflow war, dass ich das gar nicht registriert habe. Nein, das ist nicht der Apfelsaft schuld, sondern da habe ich einfach nicht, das habe ich einfach nicht beachtet. Und ich weiß gar nicht, ob euch das überhaupt aufgefallen wäre, wenn ich das jetzt nicht gesagt hätte. Aber wenn ihr das natürlich jetzt seht, sieht es sofort komisch aus. Aber ich finde, das Auge registriert sowas immer als etwas Komisches. Also das Auge nimmt sowas immer wahr, als da stimmt irgendwas nicht. Auch wenn man es nicht direkt sieht. Und das finde ich deswegen immer wichtig, eigentlich solche Details gescheit zu machen. Aber ich habe es jetzt natürlich dann ganz am Ende, ist mir dann, glaube ich, wirklich erst aufgefallen, dann habe ich es gelassen. Weil dann mit dem Farbton wieder reinzuarbeiten, hätte ich wieder viel Overspray gehabt, hätte ich mir wahrscheinlich wieder selber viel kaputt gemacht. Und da hatte ich dann keinen Bock mehr, da noch was dran zu machen. Und deswegen war das irgendwie, ja, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, weil ich nebenher ans Discord reingelinst habe. Schaut's mal so. Ich kann nicht multitasking. Ich kann nur eins nach dem anderen. Oh, deswegen kann ich auch gerade nur God of War zocken und nicht Elden Ring. Ich bin ja absoluter Souls-Liebhaber und spiele die Spiele ja wie verrückt. Aber ich kann mir Elden Ring nicht reinziehen, weil wenn ich das jetzt anfange, dann werde ich God of War nie wieder weiterspielen. Und dann bin ich irgendwann so weit draußen, dass ich dann links liegen lasse. Deswegen wäre ich mich da gerade noch erfolgreich, dieses Spiel anzufangen. Aber ich habe auch eh gerade gar keine Zeit dafür, deswegen ist das, glaube ich, nochmal so ein Ding. Aber ja, ihr seht, die Hand unten, die hätte ich jetzt ein bisschen, ja, da hätte ich eigentlich noch ein bisschen mehr mit der Hautfarbe reingehen müssen und es dann ein bisschen nur abdunkeln, dann wäre das vielleicht fürs
Hirn ein bisschen sichtbarer gewesen. Ach, das ist die Handrückseite und fertig. Ja, wobei auf der anderen Seite hätte ich jetzt Hautfarben gemacht, dann hätte es vielleicht auch nochmal komisch ausgesehen. Also ich habe es einfach so genommen, wie es jetzt im Original war und hoffe, dass das einigermaßen passt. Oder wie seht ihr das? Findet ihr, dass das dann, na gut, ihr erkennt, ja gut, ihr habt das Endbild in der Infobox. Wenn ihr euch das da mal anschaut, müsst ihr immer drauf achten. Und könnt ihr mir gerne mal schreiben in den YouTube-Kommentaren, ob ihr das schlimm findet oder ob das passt oder ob das gar nicht aufgefallen ist oder ob nur ich da wieder so klein karibisch bin und wieder hier so mir da wieder so eine abgeht bei so einem kleinen Gefummel. So, hier. Ja, und da machen wir Step by Step immer eins nach dem anderen. Und so arbeite ich mich immer bei den Bildern schön vor. Beim Kratos habe ich das auch so gemacht, habe ich erst das Bärtchen gemacht, dann der Oberlippenbart und die Lippen und das Kinn. Und dann bin ich so von einem Bereich zum anderen. Und so mache ich das hier immer, tendenziell eher immer. Und wie ihr jetzt gesehen habt, konnte ich mir, nachdem wir den Hintergrund jetzt gemacht haben, mit dem Schwarz halt einfach schön in den Hintergrund reinarbeiten, konnte das sauber abcovern und habe dann da jetzt nicht mehr die Problematik, dass ich da jetzt im Nachhinein quasi jetzt, hätte ich das jetzt vorher gemacht, dann wäre es scheiße gewesen. Ja, habe ich dann das richtiger Mist, weil danach dann im Hintergrund anzufangen, dann muss eigentlich alles abcovern, dann schneidest du natürlich mit der Maskierfolie wieder einmal eine schöne hässliche Linie um alles drumherum und dann wirkt das beschissen. Gerade bei den Haaren, beim Bruce, also es gibt nichts Schlimmeres wie Haare abmaskieren, das sieht immer beschissen aus, lass das bloß sein. Das wirkt immer unorganisch, also Haare immer von Hand nachfahren. Und ich habe tatsächlich hier beim Kratos jetzt einmal tatsächlich auch den Kopf abmaskiert, aber der hat auch eine Glatze. Das ist wieder was anderes. Nee, aber da ist der Ton im Hintergrund relativ hell und da brauchte ich auch helle Verläufe an die Kante ran. Das habe ich natürlich nur geschafft mit einer harten Kante. Und da passt es auch einigermaßen, aber ich finde auch da die harte Kante schon fast too much. Ich weiß nicht, aber mich stört das extrem. Wenn ich jetzt alles nachfahre und ich fahre auch nie alles hundertprozentig so nach, wie ich es jetzt gebrusht habe, dann gibt es immer eine gewisse Diskrepanz und dann fällt das an manchen Stellen mehr und an manchen Stellen viel weniger auf. Aber ich finde das immer sehr, sehr störend. Mein Gesicht ist so geil. So völlig betröpfelt, hey. Genau. Zum Wölchen. Da, da, da. Genau, das ist halt, da bin ich eben überhaupt kein Freund von. Auch generell nicht, weil ich das nicht mag von der Optik. Das ist immer, manchmal geht es nicht anders und dann, manchmal passt es auch gut. Ich meine, bei meinem Riesenskull mit den ganzen Details, da hat es eigentlich ganz gut gepasst. Da musste ich den Hintergrund leider nochmal mit Schwarz anlegen, weil die Grundierung davor nicht teilweise etwas blöd durchgeschimmert hat, dann hat man quasi wieder ein bisschen das Weiß von der Leinwand gesehen. Da war ich dann dazu gezwungen, aber da passt es sehr gut. Das ist völlig akzeptabel. Aber so bei anderen Sachen und gerade bei Fell und so, da kannst du es voll vergessen. Da musst du nachher durch. Da musst du durch mit dem Ding. So, jetzt machen wir noch eine Riffelung hinten an der Gun. Auch keine Ahnung, was das ist, aber sind so komische Rillen drin. Die nehmen wir natürlich vom Original mit raus. Habe ich auch keine Ahnung, was das bringen soll oder ob das nur. Wird sicher irgendeinen sinnvollen Effekt haben oder ja, irgendeinen Sinn haben, aber keine Ahnung. Da bin ich nicht der Profi. Da bin ich nicht der Profi mit solchen Sachen, mit solchen Dingen, ne? Ich weiß doch eh nicht, ne? Nur für dich dann. Ich weiß doch nicht, was da los ist. Ja, mein Aussehen ist nicht so gut. Beziehungsweise jetzt nicht jetzt. Also ich kann ganz passabel Sachen nachmachen, Dialekte, aber das mache ich dann immer nur, wenn ich meine 5 Minuten habe und mal kurz will ich völlig abrattern, dann mache ich ganz gerne den González. Aber letztes Mal wieder gekocht. Dann habe ich die ganze Zeit hier den Roche González gemacht. Einfach nur so. Meine Frau, die stand hinter mir im Bub und wollte unbedingt nicht lachen, weil sie dann das nicht auch unterstützen will. Ja. Und hat dann krampfhaft versucht, nicht loszulachen. Und dann ist es natürlich nachher in einem Lachflash eskaliert bei uns zwei. Das war einfach nur wieder herrlich. Wobei ich so bescheuert. Also ich mal
Manchmal frage ich mich echt, was in meinem Hirn, was da für Drähte aneinander funken, aber so ein Bullshit daraus kommt, ey. Ah, ist das geil. Aber hier ist die Visitenkarte gerade echt super hilfreich bei dem Projekt. Und die habe ich jetzt auch immer genommen mit bei anderen Sachen, weil die ganzen Lineale und so, die ich sonst immer nehme, die sind mittlerweile vom Cutterschneiden so verrammelt und so verrummelt, dass die, ja, wenn ich die ansetze, dann habe ich keine gerade Kante. Da haben die Jungs so was Abgewetztes, nicht gerade, und das ist natürlich nicht so geil. Deswegen so ein Papier ist immer sehr, sehr hilfreich. So, was ich noch sagen wollte. Addet mich, oder was heißt addet mich, aber folgt mir gerne. Und damit meine ich adden. Mich gerne bei Instagram, wenn ihr auch einen Instagram-Account habt und wenn ihr auch selber viele Sachen macht. Dann verlinkt mich da einfach drauf. Entweder mit Hashtag Dave's Art of Air oder am besten gleich mit Ad und dann Dave's Art of Air. Weil euch Jungs und Mädels aus der Community, euch gebe ich gerne die Bühne und teile gerne mit euch, gerne eure Projekte auf meinem Kanal, wenn ich dann schon so eine gewisse Reichweite mitbringe. Ist jetzt, glaube ich, auch nicht ganz so viel. Ich glaube, ich habe 600 Follower nur auf Instagram. Aber ich hau das immer ganz gerne in die Stories rein, wenn ihr was macht und das verlinkt. Dann habt ihr da nochmal die Möglichkeit und auch die Bühne, nochmal eure Sachen zu zeigen. Und das mache ich wirklich gerne. Also, wenn ihr das habt, lasst mir einen Follow da und verlinkt mich dann einfach an eure Geschichten. Und dann zeige ich die auch mal. Also, ich weiß, dass die Jana Airbrush, dass die mich da gerne verlinkt. Und auch die Elke, die macht das auch ganz gerne. Und die macht auch mal viel. Da sehe ich auch mal ganz up to date, an was ihr dran seid. Finde ich immer ganz cool. Und auch viele andere machen das. Und das ist schon sehr cool und da supporte ich euch gerne mit. Also, lalala, jetzt habe ich wieder geistigen Ausfall. Genau, nee, aber macht das gerne, wenn ihr da Bock drauf habt. Und da seht ihr auch mal ganz viel von mir. Da habe ich natürlich auch schon viel mehr Schritte vom Kratos drin gehabt und so. Da bin ich auch mal ganz fleißig. Auch manchmal ein bisschen früher sogar wie im Discord, weil Instagram mache ich ganz gerne, da hänge ich gerne herum, fummel auch immer ganz gerne oder schaue mir gerne irgendwelche anderen Sachen an. Ja, und jetzt sind wir soweit. Und ja, das ist mit der Pistole. Ja, hier unten links, wo hinten der Abzughebel ist, genau darunter, dieser kleine Hüppel, der ragt, oder der liegt über dem Daumen drüber, über der Hand, das stimmt. Und da liegt dann quasi der Daumen rechts drunter. Das war ein bisschen schwer, hier ein bisschen visuell gescheit deutlich zu machen, finde ich. Weil das einfach im Referenzbild alles nur schwarz war. Da wirklich alles nur Spaß. Schwarz. Prost! Und dann sah das noch ein bisschen beschissen aus. Ich habe das jetzt schon ein bisschen noch besser gemacht. Aber da könnt ihr natürlich auch gerne von so einem Referenzbild auch abweichen. Macht das gerne, weil dann, ja, wenn ihr da abweicht, dann ist das Referenzbild ist nicht immer das Optimale, sagen wir es mal so. Es gibt euch auch nur wieder einen Serviervorschlag vor. Aber ihr müsst euch ja nicht immer akribisch an vielen Sachen halten, wenn ihr denkt, oh, das sieht aber irgendwie voll beschissen aus, dann macht es doch anders. Da habt ihr ja einfach die Möglichkeit. Ich glaube, so langsam funktioniert das mit der Iwata jetzt. Ich meine, das erste Mal wirklich benutzt. Und ich glaube, jetzt langsam gewöhne ich mich an die neuen Trigger und, Entschuldigung, schon wieder hier. Ha. Ja, gewöhne ich mich an den Trigger und an die ganze Geschichte. Und jetzt werde ich langsam besser, wenn ich gerade die ganze Staffelei rumschmeiße. Ich glaube, ich weiß nicht, aber ich glaube, wir sind mit der Nadel hängen geblieben. Das werde ich jetzt gleich merken. Ich glaube, die hat, glaube schon Schaden genommen da jetzt in dem kurzen Moment. Der Nadel-Terminator hat wieder zugeschlagen. I'll be back. Da, 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 boing. Ach, Jungs und Mädels. Das ist doch hier. Mensch, müsste ich jetzt nicht dauernd arbeiten hier und so viel Zeug machen. Ich werde das liebend gerne dauerhaft machen hier solche Geschichten mit Airbrushen, aber das ist so utopisch, hey. Nicht so weit von entfernt, aber das wäre schon so richtig geil. Sowas zum Beruf machen hier mit YouTube, mit allem. Das wäre mal richtig Porno, hey.
Jetzt sage ich so oft Porno, das ist eigentlich völlig bescheuert, jetzt kann ich das Video gar nicht mehr monetarisieren. habe ich vergessen. Wenn man nämlich gewisse Begriffe sagt, wie gerade das, was ich gerade gesagt habe, oder andere Sachen, dann sagt YouTube irgendwann so, hey, der redet da viel über Schmuddelsachen und zum Beispiel über Gewalt oder über hier Pistolen und so, und dann wird das automatisch nicht mehr monetarisierbar. Aber hey, ich mache hier keinen Reibach mit dem ganzen YouTube-Gedöns gerade und deswegen ist es, ja, hier, komm, come on, scheiß drauf. Dann kann ich jetzt hier richtig abgehen. Scheiß drauf. Oh Mann. Mach den Afa Spooner. War Schnicki. Ach, King of Queens, Alter. Hey. Eine so geile Serie. Ich habe ich auch so gerne angeguckt. Also wirklich so eine coole Serie. Gerade der Afa, der war immer so, ich fand den so geil einfach. Die ganze Art mit dem Duck dann in dem Zusammenspiel. Und Carrie, Alter Schwede, ey. Das ist eine geile Serie. Ich glaube, die muss ich mir noch mal reinziehen. So coole Sachen, also. Ach, hey, die muss ich mir jetzt, wo ich gehört habe, ich habe schon lange nicht mehr gesehen. Bestimmt schon etliche Jahre. Die sind so lustige Sachen dabei. Jetzt habe ich natürlich noch ein bisschen hier hinten was korrigiert an der Pistole. Da habe ich davor ein bisschen mit Schwarz zu viel, mir zu viel gegönnt. Deswegen habe ich das jetzt nochmal ein bisschen mit Weiß gemacht, weil da gehen wir natürlich mit Hautfarbe nachher rein und Schwarz abzucovern ist dann ein bisschen blöd. Dann covern wir lieber ein bisschen hier das Weiß oder das leichte Grau ab, was wir da jetzt drüber gelegt haben. Und dann ist das nämlich viel einfacher. Und dann ist das Pistölchen nämlich eigentlich schon fast fertig. Und das ging jetzt wieder ratzifatzi. Was ich natürlich vergessen habe, ist natürlich, dass um den Abzug unten geht natürlich noch der Hebel links. Also, wie nennt sich das alles? Keine Ahnung. Hier unterm Abzughebel natürlich der Bogen. Den habe ich jetzt hier über den Zeigefinger noch vergessen. In der Hand hier links. Aber vielleicht fällt es mir noch auf und wir machen die gleich noch. Oder ich habe es jetzt völlig vergessen. Wir machen den erst viel, viel später. Weil ein Finger hängt ja am Abzug und der andere hängt auf dem Bogen drauf. Und das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber wir machen natürlich noch ein bisschen Lichtreflexpunkte rein, damit das nochmal ein bisschen nach Metall aussieht, ein bisschen nach Reflexion, ein bisschen was. Da nehme ich bei sowas nie so ein Sternchen oder so. Also so Sterne nehme ich generell ganz ungern. Das sieht immer gleich sehr, keine Ahnung, ja, comic-mäßig aus, würde ich schon fast sagen. Oder so unrealistisch, solche Funkelsterne, sage ich da. Also nur Lichtpunkte sind mir da viel lieber. Das wirkt viel authentischer und viel echter. Da ist mir aufgefallen. Den komplementieren wir jetzt noch hier fertig. Und dann ist das nämlich aus einem Guss. Und dann haben wir nämlich erstmal die Gun fertig. Wir haben den Hintergrund fertig. Und danach, nach dem Step, fangen wir direkt mit dem Gesicht an. Weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt anfange, dann auch gleich mit dem Gesicht und nicht mit den Händen, weil ich möchte dann mit der Hautton gucken, wie ich das mache. Und ich habe mehr Hauttöne im Gesicht und möchte mir dann die Parameter und die Dinger ja auch merken, damit ich auch da zurechtkomme. Und dann habe ich gesagt, wenn, dann mache ich dann eben dann gleich das Gesicht und damit fangen wir dann auch an. Und hier habe ich jetzt gesehen, fehlen noch ein paar Details. Da habe ich beim Beamer nicht gesehen, weil das Bild, wie gesagt, das Referenzbild ist voll beschissen gewesen. Auch zum Abzeichnen war das voll beschissen. Das sind einfach über den Beamer, natürlich ist der jetzt auch kein HD, sondern nur 800 mal 600 geht natürlich auch nochmal was verloren durch die Pixel. Und da musste ich jetzt hier nochmal von Hand nochmal ein bisschen nachzeichnen, damit ich auch wirklich weiß, wie, wo und was. Das ist natürlich dann bei so schlechten Referenzbildern immer ein Scheiß. Das ist wirklich dann ärgerlich. Und ja, hier mache ich das jetzt noch ein bisschen mehr mit Schwarz, weil da eigentlich auch alles sehr, sehr viel dunkel ist. Und das, weil ich jetzt noch das Schwarz in der Gun habe, nehmen wir das natürlich auch noch mit. Und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob ich. Ich glaube, dann kommt jetzt dann hier ein. Aha, da habe ich dann, glaube ich, nachher aufgehört und dann am nächsten Tag mit dem Gesicht weitergemacht. Oder ich weiß gar nicht, ob ich in dem Zustand auch noch das Gesicht gemacht habe. Hey. Kann schon sein. Das ist amazing. Das ist so crazy, Boys und Girls. Also ich mache auch immer Sachen. Ich arbeite hier mit Apfelsaft, Intus, dann arbeite ich hier immer mit kaputten Düsen und Nadeln. Also ich mache echt alles, was man machen kann, nämlich mit
Hier nochmal ein bisschen für Instagram und für vielleicht mal auch mal fürs Airbrush Step by Step Magazine. Kann ich das ja vielleicht mal zu denen schicken oder den Kratos oder so einfach mal. Vielleicht komme ich dann da noch öfters rein. Das wäre eigentlich mal gar nicht schlecht. Muss ich mal hinschicken. Vielleicht kommt da das eine oder andere noch rein. Der wird sich eigentlich auch anbieten. Da habe ich, glaube ich, euch wirklich viel dokumentiert. Genau für solche Geschichten. Und muss ich mal schauen. Kostet natürlich alles Zeit und Zeit ist natürlich das, was ich nicht habe. Deswegen ist das natürlich nicht so geil. Jetzt korrigiere ich hier noch so ein paar Sachen an der Pistole. Jetzt muss ich doch mehr auf dem Referenzbild wirklich nachgucken, weil wie gesagt, hier habe ich jetzt einfach durch das schlechte Referenzbild vom Abzeichnen her sind da doch viele Sachen untergegangen, die ich nicht vorher gesehen habe. Deswegen muss ich hier jetzt nochmal deutlich öfters drauf gucken und dann wirklich am Bild selber nachmalen nochmal. Und hier kommt wieder schön die Visitenkarte zum Einsatz. Nochmal ein bisschen was nachkorrigieren. Hier mache ich jetzt, glaube ich, nochmal ein paar Lichtpunkte überall. Skyline und so. Jetzt, wo es echt läuft und funktioniert, dann machen wir das auch. Und ihr seht jetzt aber auch schon von der Entfernung her, wie mickrig die Wolkenkratzer und der Hintergrund wirklich ist. Und selbst der rechte Tower, der jetzt noch nicht so schön aussieht, der kaum auffällt, also das fällt einem wirklich fast gar nicht auf, deswegen passt das. Jetzt habe ich natürlich hinten an der Pistole nochmal ein bisschen das vergrößert, weil da auch nochmal so ein Knick drin war. Und jetzt war das vordere Stück natürlich ein bisschen zu schmal und sieht komisch aus. Also habe ich das jetzt nochmal ein bisschen verbreitert und ein bisschen breiter gemacht, tiefer, breiter, lauter, damit das alles röhrt wie verrückt. Und habe das jetzt auch noch gemacht. Oh, keine Ahnung, was ich heute schon wieder habe. Ich bin einfach nur völlig baller. Und genau, jetzt haben wir das Pistölchen, glaube ich, fertig. Da noch ein bisschen hier. Da habe ich tatsächlich ein bisschen hier links im Hintergrund ein bisschen mit zu viel Schwarz rausgenebelt. War jetzt aber zu faul, nochmal mit Blutrot und so ein bisschen gegenzugehen. Das schimmert jetzt hier links so ein bisschen. Da seht ihr, das ist ein bisschen unscharf, aber ich habe gedacht, komm mal, scheiß drauf, lass ich so. Fällt keiner Sau auf. Nur mir und dann komm. Die Arbeit spare ich mir da jetzt einfach. Und wie gesagt, Freihandschablone ist hier wieder sehr hilfreich und sehr gut. Muss halt das passende Ding sein, um da wirklich was anzudeuten. Und dann klappt es auch mit den Nachbarn. Genau, und wir sind schon wieder durch. Wir sind durch, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich wieder für dieses hervorragende Publikum. Vielen Dank für den Support und dass ihr so fleißig dabei seid. Ich wünsche euch natürlich noch eine schöne Restwoche und bleibt alle gesund, schaut gerne meine Videos weiter und in dem Sinne, reingehauen!